Herzlich willkommen zu einem neuen Eternals Evolution Video beziehungsweise zu einem neuen Update. Und wie schon erwartet und teilweise angekündigt, wurde die Gilde jetzt etwas nochmal nachgebessert. Schauen wir uns an. Wobei, ich glaube, das hatten wir vorher gehabt, dieses Bild. Und jetzt wurde es noch um die Gildenjagd weiter nach rechts erweitert. Ja, was bringt uns das jetzt, beziehungsweise wie läuft das Ganze ab? Wir gehen mal direkt rein, weil an den täglichen Herausforderungen hat sich jetzt nichts geändert, außer... Gut, der Boss, der sieht jetzt ein bisschen anders aus. Nee, doch nicht, nur der Anfang sieht ein bisschen anders aus. Aber im Endeffekt bleibt das dasselbe. Nur der erweiterte Gildenboss, den man quasi beschwören konnte, gibt es jetzt nicht mehr, sondern dafür gibt es die Gildenjagd. Gildenjagd sieht wie folgt aus. Wir haben hier verschiedene Boss-Typen, die dann, ja, wenn sie besiegt werden, kommt der nächste und so weiter und so fort bis zur Unendlichkeit, so wie es hier aussieht, alle Level 240. Jeder Boss hat auch so seine eigene Mechanik, die man tatsächlich nutzen sollte, um das Bestmögliche an Schaden rauszuholen. Gegen den Wal hatte ich schon angetreten, habe ich schon gekämpft. Da haben wir ja quasi ein bisschen AOE-Schaden. Aber hier ist das Wichtige, dass der quasi ein Schild erschafft, was man schnell runterhauen muss. Das heißt, hier sind Jäger gefragt, die viel schnell angreifen können. Und dann gibt es eine Phase, in der er mehr Schaden erleiden kann. Und dort ist es so, dass auch die Anzahl der Angriffe den Schaden steigert. So, beim nächsten geht es quasi um Beschwörung. Wir haben ja auch massigweise AOE-Angriffe und wir haben eine Phase, Achillesferse, wo dann er halt mehr Schaden bekommt durch Beschwörungen. Dementsprechend setzen wir hier auf Beschwörung oder beschworene Einheiten. Wobei, ich muss nochmal gucken, ob eventuell unser Jägerheld da unten, der auch Klone beschwört, damit reinzählt. Aber laut der Anzahl der beschworenen Einheiten schon. Deswegen habe ich jetzt hier tatsächlich alles nur rein, was ja Einheiten beschwört, weil zumindest ist es auf dem Level-Schwierigkeitsgrad es noch nicht ja, zu schwierig ist. Des Weiteren haben wir empfohlene Helden. Diese haben mehr Angriff, mehr HP, mehr Verteidigung. Die ändern, denke ich, zu jeder Gildenjagd. Also die werden nicht bei jedem Boss geändert, sondern es sind die, die bei der Gildenjagd mehr Schaden machen und länger durchhalten. Genau. Dann gehen wir mal hier in den Boss rein. Man kann diesen auch nicht skippen. Am besten... Punkt, den ich jetzt hier hatte, waren 5% Schaden, also bei dem mir glaube ich 4,9 noch was. Sieht auf jeden Fall, wie so der Schadensbereich aussieht. Theoretisch müsste ich da auch noch die exklusive Ausrüstung hochleveln, um da mehr Schaden zu machen. Hier haben wir an der Stelle jetzt 10 Verbündete. Mehr Schaden. Wobei die Zahl runtergeht bei den Prozentsätzen an Schaden, was mich ein bisschen wundert. Aber vielleicht ist damit der Schaden vom Boss gemeint, den er austeilt. Aber eigentlich andersrum. Wir haben jetzt 250% Schadensbooster, das... Ja. Beschwöre jetzt mehr Helden.
Aber desto mehr Helden wir haben, desto. Geringer ist der Schadensmultiplikator. Das ist halt etwas merkwürdig. Tatsächlich müsste ich mal ausprobieren, wie das aussieht mit weniger Helden, ob der Schaden dann größer ist. Probieren wir gleich mal aus. Man hat insgesamt 4 Versuche für einen Angriff und oder für eine Gildenjagd. Ich weiß nicht, ob die sich täglich zurücksetzen oder ob die ja nach nur für die ganze Gildenjagd zählen. Das weiß ich nicht. Müsste man mal schauen. So 2%, aber das wäre für mich jetzt fast Verschwendung. Wir haben natürlich auch Belohnungen mit Gesamtschaden, mit Schaden ausgeteilt. Und kriegen hier auch neue Gegenstände, die quasi für ja, für die Gilde noch gebraucht werden. So, wir haben hier verbleibende 4. Ja, die ganzen starken teilweise, die haben noch. Aber ich will. Ja, ich hole mir jetzt auch, wenn ich wahrscheinlich das nicht ganz ausnutzen kann, hole ich mir das jetzt. Dann nehmen wir ihn mal raus und dafür ihn mit rein. Den raus, dafür. Bailey mit rein. Ja, und dann, oder MAR. Und dann gucken wir mal, wie das funktioniert. Man kann hier auch zurücksetzen, also man kann hier sagen, ich möchte es erneut probieren, ohne dass man einen Versuch dafür verbraucht, was so gar nicht, was gar nicht so schlecht ist. So, jetzt haben wir 12 Millionen Schaden. Der Schaden ist auf jeden Fall gefühlt höher. Nach kurzer Zeit. Also auch wenn da steht, mehr Helden beschwören, habe ich die Vermutung, dass das tatsächlich nicht so viel bringt. Weil wir halt dadurch wesentlich mehr Schaden jetzt machen. Das ist irgendwie merkwürdig erklärt. Es macht vielleicht Sinn, die Schadensmultiplikator zu reduzieren, wenn die Helden alle gleich stark sind, aber die beschworenen Einheiten sind am meisten nicht so effektiv wie die richtigen Helden. Deswegen ist das. Ja. Na ja, gut, konnte ich jetzt nicht vergleichen. So, die kann ich jetzt leider nicht testen. Aber so wie das hier klingt, beschwört Spinnen. Und die Spinnen. Werden den Schaden auf die Hauptspinne umleiten. Gift. Okay, wir brauchen also AOE-Heal. Ja, aber hier wird definitiv dann Energiehelden gesetzt, beziehungsweise AOE-Schaden. Denn wir müssen halt hier sehr wahrscheinlich die ganzen Spinnen halt tot machen. Ja, das zu den Gildenbossen. Ich denke, ich werde dann im späteren Verlauf vielleicht für optimale Aufstellung, wenn sich das noch ein bisschen ja, eingepegelt hat, in nächster Zeit dann noch mal ein Video dazu machen, welche Aufstellung für welchen Boss hier am besten ist, unabhängig von den empfohlenen Helden. Und dahingehend dann, ja, meine Vorschläge mal präsentieren. Ja, dann haben wir, ich gucke mal kurz in die Tasche, wir haben hier einen neuen Gegenstand, den, ja,
Gene-Durchbruchkern, um auf Deutsch das zu sagen. Wir können hier auch Splitter, die wir halt im Gildenkampf kriegen, können wir eintauschen gegen einen richtigen Kern. Und diese brauchen wir dann halt in der Gilde. Wir haben hier die Klassentechnologie, die ist auch nur für uns. Das heißt, da kann kein anderer jetzt noch mit ran oder andere mitleveln, sondern das ist halt für uns, wo wir dann unsere Klassen stärken können. Das heißt, wir sehen hier, welche Helden haben wir, auf welchem Level, wo würde sich das vielleicht am meisten lohnen. Genau. Dafür brauchen wir die Genmodule. Und wenn wir dann die, ja, ich sag mal, die erste Grenze erreicht haben, dann können wir durch dieses, ja, Gendurchbruch, durch den Bruch, durch den Durchbruchskern, schwierige Zusammensetzung, quasi die Level erhöhen. Wir gehen mal das Ganze durch. Attentäter habe ich zum Beispiel komplett schon durchgehauen. Jäger mache ich mal jetzt auch noch hoch. Die Kosten steigen natürlich mit jeder Nutzung. Theoretisch könnte ich, glaube ich, alle gleichermaßen hochskillen. So, und dann habe ich jetzt hier Angriff. Genau. Und das verbessere ich jetzt. Das heißt, wir können das jetzt auf 10 hochbringen. Um das wieder hochzubringen, brauchen wir einen weiteren Kern. Das heißt, man könnte jetzt sagen, man stärkt jetzt einen Helden ganz besonders oder eine Heldengruppe und pusht die dann hoch. Oder man packt halt in mehreren Sachen was rein. Wobei grundsätzlich kann man natürlich erstmal die wichtigsten Sachen bei jedem hochleveln, die so wichtig sind. Genau, wir leben. Und ja, dahingehend stärkt man dann wiederum sein Gesamtpotenzial. Aufgrund der Ressourcen, beziehungsweise dadurch, dass man natürlich nicht so viele von diesen Durchbruchkernen kriegt, kann man, denke ich, tatsächlich wird man mehr von diesen Genmodulen haben als von den anderen Teilen und wird quasi da immer auf, ja, Limit sozusagen sein. Ja, das quasi zu der Klassentechnologie. Gilde versus Gilde kommt noch. Gildenhallentechnisch hat sich nicht viel geändert. Gildenshop, gibt es jetzt noch einen erweiterten Gildenshop durch die Kämpfe, die wir quasi machen, haben wir die Chance, noch weitere Ressourcen zu kaufen. Die Frage ist, ob sich die erweitern oder ob das hier nur diese bleiben. Das wird sich zeigen. Ich würde jetzt erstmal davon ausgehen, dass das so bleibt, weil das, ja, ich sag mal, Ausrüstungsressourcen sind, Genkerne und Gen, ne, wie heißen die? Partikel, genau. Katalysatorkerne, ich nenne sie mal Partikel. Oder die Ehrenmedaillen für die Kommandanten. Das heißt, alles, was wir quasi auch bei den Dessa-Höhlen, bei der Terrakuppel oder bei den Sümpfen haben, können wir hier quasi mit verbessern oder Verbesserungen kaufen und die Gildentechnologie. Beim Gildenladen selber hat sich nichts geändert. Und ja, das war's an wichtigem Info, was quasi mit dem Update gekommen ist. Ja, ich bin an der Stelle jetzt noch gespannt, wann kommt der Gilde gegen Gildekampf und inwieweit wird sich natürlich jetzt die ganze Gildentechnologie auf, ja, das ganze System denn auswirken. Wo wird wer seinen Fokus drauf setzen und wer wie viel und dadurch steigt natürlich jetzt die Macht bei vielen wieder um einiges an. Ansonsten gab es noch einige Anpassungen, glaube ich, bei den oberen Bereichen von Elite-Kampagne, beziehungsweise wieder einige Events, die gestartet sind. Wir haben natürlich hier wieder eine Quantenmimikmaschine, aber wir haben aktuell kein
Rekrutierungsevent. Ja, wobei für diesen Patch ist die Gildenerweiterung schon sehr viel gewesen, wo wir auch lange drauf gewartet haben. Drum gehe ich stark von aus, dass nächste Woche wieder ein neuer Held kommen wird. Weil sie ja immer sehr oft viele Helden rausgepackt haben, gehe ich von aus, dass es diesmal ja auch der Fall sein wird. Ja, das war's. Vielen Dank hier an der Stelle fürs Zuschauen. Und dann sage ich, wir sehen uns beim nächsten Eternals Evolution Video. Ciao!